Gut. Commander Lucius, Verrat an Fort Icon. Das könnte gleich krass werden. Schwer werden. Nochmal so einer, der wird auch flüstern, wenn er stirbt. Der hat nichts gesagt. Ja, das war auch so ein Beherrscher. Ich dachte, der redet, wenn er stirbt. Ich stelle mir mal einen Rift hier hin. Huch. Weil ich irgendwie Angst habe, dass wir gleich ganz oft sterben werden und zu Lucius immer ranporten müssen. Ich habe keinen Bock, hier nochmal durchzulaufen. Okay. Es glitzert aber. Ich dachte, da komme ich irgendwie durch. Ja, nichts mehr. Na, Lungs, was ist mit euch? Ja, Level up. Yeah. Kommen wir nicht an den Rand? Ach doch, jetzt. Ah. Ermittlungen in der Waffenkammer. Da liegt ein Buch. Muss ich haben. Ich bin in einem Raum, der auf der Karte nicht verzeichnet ist. Cool. Wie laufe ich gerade im Nichts? Wie viel Geld habe ich denn mittlerweile? 800? 81.000, ist okay. Habe aber noch nichts groß gekauft. Ja, auf der anderen Seite. Er läuft jetzt automatisch dorthin? Ja. Wie krass ist das denn? Wenn ich mal den Weg nicht weiß, muss ich auch nur auf das Item klicken und schon läuft die los. Muss den Weg nicht mehr suchen, läuft automatisch zum richtigen. Oder läuft automatisch den richtigen Weg. Devotion Tsunami hat Stufe 13. Diese rohe Gewalt. Da wäre die Treppe nach unten, aber das ist verschüttet. Ach, da steht ja noch einer. Hat sich in die Ecke versteckt, hier so. Die. Wenn sie herkommt, dann schieße ich, ansonsten mache ich hier gar nichts. Okay. Ach, das kann ich. Nicht. Bin ich nicht langsam voll? Oh ja. Einmal ganz schnell verkaufen. Sonst ist gleich hier Schluss mit Looten.
ätherischer Fleischverformer, verformter Karabiner der Bereitwilligkeit. Das Ding ist ja schon mal, ne? Aber Zweihand mache ich nichts anderes mehr. Kann ich nicht mehr zaubern. Gesundheitsreck pro Sekunde. Teufelsberührte Munition verbessert alle Gewehre, Armbrüste und Zauber nebenhand. Hab ich schon drauf. Iskandras elementarer Austausch. Hab ich nicht mehr drinne. Ja, die gesegnete Fackel. Ring der ewigen Flamme. Macht es. Kann ich das echt verkaufen? Das wäre ja schlimm. Widerstandsfähiges, verfluchtes Gewand der zerschmetterten Realität. Adidosturm. Bestimmt schick aus. Scharfsinnig geraubte Weinstiefel. Herz der Wildnis. Bestimmter Magnetstein. So ein Ding habe ich schon irgendwo drauf. Ah, schade, ich würde mir das gerne ansehen. Aber das kann man leider nicht vorab. Einfach so. Ich hätte gern trotzdem nachher. Ist das hier? Der hat ja nur Waffen. Unter einer Fraktion war das hier die Schwarze Legion, glaube ich. Die haben richtig coole Sachen. Wo ist denn mein Rift hin? Hier. Erstmal suchen. Daneben geschossen. Luden? Nein. Ah. Da lang. Hör doch irgendwie ein Trampeln. Da. Nee. Und schon ist Ruhe. Das Buch. Na, dann gucken wir doch mal. Dies ist mein letzter Bericht über die gewaltige Explosion, die den nördlichen Festungshof zerstörte. Er dient dazu, mit den zusammengestellten Notizen der letzten Woche gelesen zu werden. In der Absicht, einen Schadensbericht zu erstellen und die Opferzahl anzugeben, stellte ich einen Trupp Soldaten zusammen und führte sie in die zerrütteten Tiefen unter Fort Icon. Es ergab sich, dass die Explosion bis in die Kanalisation durchbrach und einen scheußlichen Geruch in der Waffenkammer verursachte. Das für sich selbst genommen machte es schon fast unmöglich, dort hinunterzusteigen. Die Rauchschwaden verhinderten die Sicht und nahmen die Luft zum Atmen. Zusätzlich drohten bröckelnde Wände,
Stützmauern und Untergeschosse ständig einzustürzen. Die Explosion scheint sich auf eine einzige große Stützmauer unter der Waffenkammer konzentriert zu haben. Am Grund der Verwüstung fanden wir mehrere tote Männer, fast bis zur Unendlichkeit verkohlt. Es scheint sich um die Männer zu handeln, die zuvor in dieser Woche vermisst wurden. Meine Untersuchung deutet darauf hin, dass die vermissten Männer das gestohlene Schwarzpulver dazu verwendeten, um eine Öffnung zur Kanalisation zu sprengen, damit sie fliehen konnten. Zum Abschluss dieses Berichts würde ich gerne zwei besorgniserregende Anliegen zur Sprache bringen. Das erste: Einer der Männer war ein Sprengstoffexperte und sollte um das zerstörerische Potenzial so einer Menge Schwarzpulver gewusst haben. Ich würde diesem Detail nicht zu viel Bedeutung schenken, wäre da nicht noch eine Besorgnis. Ein weiterer Mann gehörte der Schwarzen Legion seit fast 8 Jahren an, ohne ein Zeichen von Abwendung oder Meinungsverschiedenheit mit der Führung. Tatsächlich war er bald fällig für eine Beförderung in eine Führungsposition. Oha, irgendetwas passt hier nicht zusammen. Die Geschichte, die hier erzählt wird, deutet auf Sabotage von innen hin. Aber wer würde so weit gehen, diesen Männern etwas anzuhängen? Ohne weitere Informationen kann ich das nicht mit Sicherheit sagen, was hier vorgeht. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass hier mehr Dinge eine Rolle spielen, als zunächst ersichtlich. Captain Frederick Becknell. Ich glaube, Captain Frederick Becknell hat nicht mehr lang gelebt danach. Was zur Hölle ist hier passiert? Wieder mit lecker Joghurt und Birnen. Wieder da mit lecker. Ja, dann viel Spaß. Ich gucke mir gerade Bilder des Grauens an. Alter, selbst ein Pferd ist hier unten. Was? WTF? Hä? Was zur Hölle? Eisentor. Das Tor ist zugegangen. Das habe ich mir schon gedacht. Alter. Leichenberge und da drauf steht eine Kanone. Das heißt, irgendwer muss die doch dahin geschoben haben. Hier ist so Ätherflammen. Da wollten sie das Tor durchbrechen. Lucius steht hier. Leutnant Lucius. Was zur Hölle ist das? Das ist niemals ein Leutnant. Das ist... Er hat auf jeden Fall noch einen normalen Schädel und eine lange Zunge, aber... Denn eine Kanone als Arm? Huhuhu. Gott. Er hat auch einen Waffen schon in sich drin stecken und seine Rippen, Wirbelsäule, was auch immer. Und hier die Waffe, guckt lauter Klingen raus.
Ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das sein Arm? Ja, da guck mal, das ist eine Kanone. Was ist denn da ein Arm? Was ist denn da ein Bein? Sieht alles gleich aus. Schwerer Sprengstoff und ich bekomme einen Brief ohne Kennzeichnung. Was machst du in meinem Keller? Genau. Was ein krasses Vieh. Was ist mit dem passiert? Hat er die ganze Zeit die Masse an irgendwie anderen Leuten gegessen oder so? Keine Ahnung. Das kann ich looten. Es gibt schon echt eklige Viecher hier drin. Spiel. Eben gerade hatten wir 808.000, jetzt habe ich 906. Uff. Der war deutlich einfacher als diese Rihanna oder wie die ist, oder Nanya oder so. Die war bitte Sprengstelle. Aber ich möchte erst dieses Buch lesen, das interessiert mich. Oder diesen Brief. Ätherischer Lucius Klingenarm des Äthers. Zweihandschwert darf ich leider nicht tragen. Seltenes Amulett des Ketzers Smaragdhalskette der Lebenskraft. Okay. Brief ohne Kennzeichnung. Ich habe die Festung erfolgreich infiltriert. Wie ihr befahlt. Oh. Es ist Ironie, dass der Hauptmann dieser Festung eines der schwächsten Gemüter hat, die mir je begegnet sind. Er war mit so viel Aufruhr und Angst erfüllt, dass es ein leichtes war, ihn zu manipulieren und zu überfordern. Während ich volle Kontrolle über ihn habe, ist da irgendetwas, was sich mit direkter Verbindung einmischt. Etwas Verdorbenes und Uraltes. Alles, was zu einer solchen Tat fähig ist, erfordert weitere Untersuchung. In der Zwischenzeit schreibe ich diesen Brief, damit jemand anderes sich mit dieser Angelegenheit befassen kann. Fort Icon hat sich für uns als eine Herausforderung erwiesen und ich verstehe nun auch warum. Die gewaltigen Lagerbestände an Waffen und Kampfmaschinen, die von den Menschen angesammelt worden sind, gigantisch. Es ist ein Wunder, dass sie sich in einem unendlichen Streben nach Krieg und Selbstzerstörung nicht selbst ausgelöscht haben. Gleichwohl läuft alles nach unserem großen Plan. Ich habe erste Schritte zur Sabotage des Waffenlagers eingeleitet und Beweise platziert, um zu mehreren Deserteuren zu führen. Die zu den führen. Niemand vermutet meine Beteiligung. Aber der Hauptgrund für meinen Bericht an euch rührt von einer höchst unerwarteten Entdeckung. Die Anomalie der Offenbarer der Geheimnisse weilt unter diesen Menschen und übermittelt ihnen unsere Pläne. Seitdem haben wir unsere Pläne in dieser Region angepasst und dafür gesorgt, dass alles, was die Anomalie offenlegt, für die Menschen nicht mehr von Nutzen ist. Aber dessen Wissen um unsere Pläne kann sich immer noch nachteilig auf unseren Erfolg in dieser Welt auswirken. Ich habe damit begonnen, den Samen des Misstrauens gegenüber der Anomalie unter den Menschen zu sehen. Ihre Angst ist so groß, dass sie dies bis in das Gefängnis getragen haben, wo sie auch weiterhin bestehen bleibt. Sobald meine Sabotage vollendet ist und die Tore von Fort Icon geöffnet sind, wird Fort Icon fallen. Dann können wir uns um die Verräter kümmern, so wie es sich für einen solch beispiellosen Verrat gehört. Das ist irgendwie alles so kryptisch geschrieben. Aber gut. Dieses Tor ist eingestürzt. Mhm. Barrikade zerstören. Let's go.
voll um die Ohren geflogen. Jetzt geht's los. Besessene Arkanisten stehen dort hinten. Ein Rabe ist übrigens gar nicht da. Ups. Hab ihn ganz vergessen. Wahrscheinlich beim Rausgehen nicht mitgenommen. Oh, daneben geschossen. Oh. Töre. Genau. Schlag zu. Aua. Was denn? Ach, du schießt. Erzmagier. Zaubern kann ich auch. Was gehe ich hin? Halt. Riesige Kisten, aber ich kann nichts damit machen. Ach, da sind die Kugeln drin. Auch so eine dunkle Kiste. Sagte sie und löste sich in ganz viele kleine Staubkörnchen auf. Okay. You will not kill me. Da geht's nicht weiter. Trolle mit Schilden. Und ein Riesenauge. Lupschi! Es regnet und blitzt und donnert? Was ist jetzt für ein Sauwetter? Ich habe nicht die passende Kleidung an. Ich werde ganz nass. Dann hole ich mir eine Erkältung. Was ist das denn? Das ist so eine Art Landminen? Okay, die Frage hat sich erledigt. Ich kann die aber nicht zerstören. Doch, ich kann... Nee, ich kann sie nicht zerstören. Das ist ja doof. Ich kann nur drüber laufen, aber ich kann sie nicht abschießen. Regenwolken-Emote. Was hast du nicht? Das ist ja der Wahnsinn. Das Arthur, du hast sogar eine Regenwolken-Emote. Die Regenwolke guckt aber so. Okay, von da kam ich. Die Ebene der Zwietracht ist das. Da bin ich schon. Wir sind bald vor den Toren von Necropolis. Okay. Komm mal mit, wenn du mir schon folgst. Ach, du folgst mir auch. Okay. Hallo, Flokes. Hallo. Hallöchen, wie geht's? Wie findest du die ersten beiden Folgen Herr der Ringe der Macht? Hab ich noch nicht geguckt. Haben wir noch nicht geguckt. Wir haben ja gestern Me-Time gehabt. Ich und Jones, ich stream da nicht und Jones macht dann auch nichts. Und dann haben wir uns recht früh hier hingesetzt. War wirklich früh und haben gesagt, okay, was machen wir jetzt? Wollen wir die Herr der Ringe-Serie anfangen zu gucken oder nicht? Und er so, nee, er will warten, wenn dann das alle Folgen draußen sind und wir gucken das nicht so einzeln. Ich so, okay. Wir haben dann I Never Ever Have oder so geguckt, weil das so eine lustige Serie ist. Ich liebe diese Serie. Ich liebe diesen Humor. Ich habe gestern Tränen gelacht. Er sagt immer, das ist eine Knorkel-Serie. Also... Er nennt mich Knorkel und weil ich die lustig finde, ist das eine Knorkel-Serie. Ja. Da möchte ich nicht spoilern. Nein, bitte nicht. Vor den Torien. Vor den Torien. Bitte. Vor den Toren Morias. Ja, bitte nicht spoilern.
Du kannst aber gern sagen, ob sie dir gefallen hat oder nicht. Das kannst du natürlich gerne schreiben. Hätte mir bei dir eine Watchparty vorgestellt. Watchparty? Hab ich noch nie gemacht. Bup, bup. Ist der Piepmatt schon wieder down? Was ist der denn? Das ist ja richtig Action. Das ist auch richtig Action. Also ein Riesenglubschi. Jawoll. Sehr schön. Dann laufen wir hier noch alles ab. Da glitzert was. Sehr schön. Okay, dann hab ich's, glaube ich, ne? Alles entdeckt. Ja, dann müssen wir jetzt auf die Straße zurück. Bup, bup, bup. Oh, ich dachte, ich löse die Minen aus. Ich hasse das. Was ist das? Oh. Gänsehaut von. Da liegt noch Loot. Ups. Ich sehe schon. In der Bewegung so. Joa, die lassen gut was fallen hier. Okay. Was zur Hölle ist das denn? Ein ätherischer Obelisk? Au. Okay, der mag mich gar nicht wegen dem blöden Äther. Äther! Autsch. Also leben kann ich mir, glaube ich, gar nicht sagen, oder? Ich krieg den gar nicht kaputt. Erst mal in Folgen waren mega. Die ersten, was erste Zeitalter fand ich heftig. Achso, die Geschehnisse des ersten Zeitalters. Die Frau von Durin ist zum Schießen, was ich nicht verstehe, wie sogenannte Fans ausrasten wegen dunkelhäutigen Darstellern. Naja, das ist wahrscheinlich das Weltbild oder die Stories aus den Büchern halt so ein bisschen durcheinander bringt. Keine Ahnung. Zwergenfrauen werden nicht wirklich dargestellt, beschrieben, dass sie überhaupt eine regierende Position haben. Weil das saugen die sich ja gerade quasi aus den Fingern. Lauter Minen. Okay, da oben sind auch noch welche. Wieso ist mein Piepmatt schon wieder down? Das zu stehen ist doof. Ich laufe mal ein bisschen rum. Aua. Stirb! Glaub mir, ich habe Durins Frau sofort ins Herz geschlossen. Die gibt ihm Kontra ohne Ende. Hm.
Wieso steht denn dann, also wieso ist dann in den Büchern davon nichts, weißt du? Das finde ich halt doof. So ein bisschen. Wäre cool gewesen, wenn das auch darin vorkommt. Wieso kommt da keine Zwergenfrau vor, die Tolkien beschrieben hat? Au, wieso schieße ich denn die ganze Zeit? Die, Durin Feuer gibt. Ich denke, das wird für viele halt ein Problem sein. Viele hatten ja auch ein Problem mit der Figur Tauriel im Hobbit. Die gibt's ja auch nicht. Ach du Scheiße. Das wird nicht gut. Das wird nicht gut. So viel Äther ist nicht gut. So viel Äther ist nicht gut. Noch so ein Obelisk. Ich habe nachgeschaut, Durins Frau wird nicht erwähnt. Nee, eben nicht. Deswegen sage ich ja, das sind alles gerade Figuren, die saugen die sich aus den Fingern und dichten die hinzu. Was natürlich auch der Geschichte oder den Figuren auch noch eine ganz andere Entstehungsform gibt. Weil logischerweise, wenn du eine Beziehung hast oder ja, ein Bündnis, dann formt dich diese Figur ja auch durch ihre Taten, durch die Aussagen, die sie tun. Das ist ja mit allen Beziehungen so, auch im wahren Leben. Das heißt, im Prinzip ist Durin durch sie so geworden, wie er dann später ist. Kack. Sag ich jetzt mal. Das ist irgendwie nicht gut. Das ist nicht gut. Wie soll ich denn da durch? Ja, ich weiß, aber ich versuche gerade irgendwie da durchzukommen. Ätherschaden ist nämlich doof. Kann gut sein. Aber halten wir mal fest, die sind nicht die Schuldigen, die den Balrog erwecken. Hallo Ach und Krach TV. Aua. Muss ich da durch? Es würde irgendwie da durchgehen. Ich will mal ganz kurz nochmal gucken. Oder? Nee. Nein. Au. Mist. Hier geht es nicht weiter. Da oben muss es irgendwie weitergehen. Okay, ich höre es schon. Gut, und hier oben ist auch nichts weiter. Ebenso werden wir Gandalf nicht sehen. Na, jetzt spoilerst du ja doch. Jetzt spoilerst du ja doch, was man nicht sieht und was man sieht. Das ist auch Spoilern. Inhalte zu sagen, die man anderen noch nicht kennt. Egal, ob sie nicht da sind oder da sind. Das ist kein Spoiler. Doch. Das ist Spoilern. Löst die mal aus. Okay. Ah ja. Da liegt noch was rum. Oh, ein Rift. Aber ein chitonisches Rift. Ich glaube, das war keine gute Idee. Was ist das für ein schwarzer Kristall? Verlassene Einöde. Hilfe. Wo?
Kann mir einer sagen, wo ich hier bin? Ich sehe mich nicht auf der Karte. Ich kann keinen Rift erzeugen. Und es ist verflucht dunkel. Das sieht aus wie... Ach, hier ist so ein... Fliegt doch mal irgendwas vorbei. Also einmal große Aschestückchen oder so und... Ach du... Ich brauche ein bisschen Licht.